Herzlich willkommen in den eiskalten Gebirgen, nein, besser gesagt in trockenen Gebirgen der Gegend, Level 27. Ballons kommen in dieser Gegend sehr oft zum Einsatz. Versuche so viel Holz wie möglich zu sammeln, um weitere Gebäude und Anlagen bauen zu können. Wir brauchen 3 Kristalle, eine Straße und 100 Goldstücke. Ach du Heiliger, 100 Goldstücke. Ja, also wir sind herzlich eingeladen, bei Roads of Rome unsere nächsten Versuche zu unternehmen. Und werden jetzt auch fleißig hier gleich mit dem Sägewerk anfangen, was wir noch nicht nutzen können, leider. Da uns noch etwas Holz fehlt. Das sollten wir allerdings zeitig hinkriegen können. Dann können wir auch die Brücke auf... Was denn? Besser gesagt, erstmal die Goldmine. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oder wir fangen erstmal damit an. Jetzt fehlt uns allerdings die Nahrung. Da fehlt uns schon die Nahrung. Da holen wir nochmal hier ein bisschen Holz aus dem Baum. Von dem Baum, ja, und dann fehlt es uns schon an allen Ecken und Enden hier. Jetzt können wir Nahrung holen. Sehr gut. Und Holz. Mit dem Holz könnten wir theoretisch Farm oder Ballonturm bauen. Hier gibt es eine Farm. Die wäre gar nicht so schlecht. Die sollten wir auf jeden Fall uns zeitig sammeln. Uns zeitig zugänglich machen, die Farm. Denn wenn wir die Farm haben, können wir zumindest schon mal ein bisschen Nahrung einnehmen. Und dann können wir ein bisschen hier was machen. Ein bisschen mehr hier veranstalten. Zum Beispiel können wir dann noch ein paar Bäume fällen, um das weitere Holz zu sammeln. Oder können hier noch die Arbeit ein bisschen, die Arbeiter ein bisschen weiter beschäftigen. Oh, sehr schön. Da ist schon wieder Holz fertig. Sehr gut. Dann wird das Holzwerk jetzt auf die nächste Stufe ausgebaut. Und wir können auch gleich die Farm auf die nächste Stufe ausbauen. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier guck mal, alles abholen. Wir brauchen ja jede Menge Gold. Das ist ja leider so das Problem bei der ganzen Geschichte. Ja, uns fehlt auch immer noch Holz. Eine ganze Menge sogar. Ja, komm, dann holt einfach nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen mehr. Da kommen wir noch ran, da kommen wir auch noch ran. Oh, jetzt geht's aber rund hier. Na, herrlich. So, Holz holen, Gold holen, Nahrung holen und Holz auf die nächste Stufe ausbauen. Dann hier, bitteschön. Nahrung brauchen wir immer. Nahrung brauchen wir ziemlich viel sogar. Und dann können wir hier das auf die nächste Stufe ausbauen und hier können wir schon mal basteln. So. Dann haben wir Level 3 und können hier fröhlich weiter Holz hacken. Jetzt fehlen uns allerdings wieder ein paar Ressourcen. Wir können an den Steinhaufen schon ran, sehr gut. Den Spalt, den können wir also erstmal gemütlich irritieren. Irritieren vor allem. Können wir gemütlich außen vor lassen. So, da können wir ran. Und dann können wir den Steinhaufen weghauen. Dann kriegen wir auch bald ein paar Steine dazu. Wo ist der Bär? Da ist der Bär. So, bitteschön. Gold ist fertig. Wir können hier weiter ausbauen. Und jetzt fehlen uns allerdings Ressourcen. Und wir müssen unbedingt an einen Steinbruch ran. Wir brauchen unbedingt den blöden Ballonturm hier. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Okay. Gut. Dann sollten wir das zeitig tun. Eieiei, das ist ja sehr ärgerlich. Wir müssen hier dringend rüber, weil ich brauche den Steinbruch. Wir brauchen Steine, unbedingt sogar. Oh, oh. Das finde ich gerade gar nicht gut. Da habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht, dass wir noch keinen Steinbruch hier haben. Eieiei, ich habe hier die ganze Zeit rumgealbert und hier irgendeinen Käse gemacht. Und dabei passt das hier alles noch gar nicht. Wir brauchen auch Steine für die blöde Brücke. Sonst kommen wir hier auch nicht an die Kristalle ran. Okay, was soll's. Wir können jetzt hier rüberfliegen zeitig. Recht weit. Ja. Ja. Vielleicht ist es... Ach komm, wir warten jetzt nicht auf sie gewährt. Doch, das war klar. Sobald das hier fertig ist, ja, geht's hier auch los. Das ist so typisch irgendwie. Aber jetzt können wir uns den Steinbruch bauen. Sehr gut. Einmal rüber zum Steinbruch, den so langsam aufbauen. Hier ist auch eine Höhle, wo wir auch gucken können. Da gibt es wahrscheinlich noch irgendwas Schönes drin zu erforschen. Bin ich gespannt, was wir dort finden werden. Werden wir dann sehen. Und wir brauchen auch noch ein bisschen Gold. Also Gold sollten wir uns hier nie so wirklich rar werden lassen. Das wäre ganz gut. Wir brauchen noch 3 Holz. Das läuft ganz gut jetzt. Da können wir uns gleich das Lagerhaus dann holen. Was ist gerade angekommen? Ach, Steine sind angekommen. Ja, toll. Jetzt komme ich aber gerade nicht ran. Das ist ein bisschen doof jetzt. Bisschen blöd. Da ist jetzt auch unser Holz. 9 Holz angekommen. Sehr schön. Und wir können hier die Höhle erforschen. Und hier weiterbauen. Sehr gut.
Und dann sollten wir auch bald den Stein aufnehmen. Ich habe 15 Goldstücke in der Höhle gefunden. Das ist doch was. Ah, damit bin ich sehr zufrieden. Das finde ich sehr gut. So, die sind fertig. Sehr gut. Dann können wir uns auch gleich den Steinbruch auf die nächste Stufe basteln. So, bitteschön. Und die Brücke bauen wir. Dann können wir hier nämlich schon mal mit dem Steinhaufen und sowas anfangen. So. Ach komm, wir packen den einfach weg da. So, jetzt zerstört mich jetzt nicht so. Lagerhaus brauchen wir noch ein bisschen. Wir können den Steinhaufen aber noch weghauen da. Da haben wir ja gerade sonst nicht viel zu tun. Den Steinhaufen, den können wir auch weghauen. Und der Steinbruch ist kaputt. Natürlich ist der Steinbruch kaputt. Oh, das gibt's doch alles nicht. Kann doch nicht wahr sein. Haben auch alle Leute was zu tun gerade. Wir brauchen jetzt echt die nächste Stufe. Dazu brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen Holz. Holz gibt es gerade nicht. Nicht so wirklich zumindest. Nicht so richtig viel. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Holz. So, schon wieder 15 Goldstücke. Sehr schön. Dann kommen wir hier an den Steinhaufen ran. Und wir brauchen noch ein paar mehr Steine. So, Lagerhaus. Zack. Einmal bitte schön das Lagerhaus aufbauen. Und dann gibt es hier neue Nahrung. Und wir brauchen nur noch 2 Holz für die Geschichte. Da gibt es Steine. Hier gibt es Gold. Dann können wir hier uns auch unser Lager auf die nächste Stufe ausbauen. Oder das Lagerhaus. Das weiß ich jetzt noch nicht. Je nachdem, worauf wir Lust haben. Achso, wir sollten erstmal hier, zack, dann können wir hier uns das hier holen und hier geht's weiter. Und die Brücke können wir leider immer noch nicht. Und die Zeit läuft uns erbarmungslos davon gerade. Das ist gerade nicht so geil. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben zwar nicht mehr einen weiten Weg vor uns. Na gut, nee, was heißt, wir haben nicht mehr einen weiten Weg vor uns. Das sieht eigentlich schon noch ziemlich weit aus. Vor allem, wir brauchen mal jede Menge Steine für eine so eine Reihe. Eieieiei. Okay, das ist jetzt nicht so cool. So, bitteschön, gleich der nächste. Weg ist blockiert. Ach, da ist ein Spalt im Weg. Ja, okay, verstehe. So, gut. Das wird jetzt eine nette Geschichte. Weil wir echt ein bisschen hier gucken müssen mit den ganzen Steinen. Ich hoffe, dass die nächsten Steine auch bald fertig sind. Da sind die nächsten Steine. Hier, du holst dir mal die Kiste hier. Und dann... Es gibt auch keine Steine, die wir uns so holen können, ne? Muss ich sagen. Ah, wir brauchen auch noch ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold brauchen wir noch. So, da kommen wir gleich an beides ran. Ja, Nahrung ist jetzt nicht so wichtig. Nicht so wahnsinnig wichtig. So, einmal die nächsten Steine abholen, bitteschön. Dann einmal hier fort. Ja, und jetzt wird das hier darauf hinauslaufen, dass wir einfach mit ein bisschen Glück eins nach dem anderen einsammeln. Gold sollte nicht das größte Problem werden eigentlich. Das sollten wir schon hinkriegen. Die Frage ist eher, wie das mit den Steinen aussieht. Müssen wir hoffen, dass die Steine immer rechtzeitig fertig sind. Oh, oh, sehr gut. Eine Uhr, das finde ich gut. Das ist schön. Dann können wir uns ein bisschen Zeit sparen. Ah, das ist sehr wichtig. Ah, ich glaube, es ist sogar echt mit dem Stein, mit dem Gold ist sogar gar nicht so ungefährlich. Ich glaube, da kriegen wir schon noch ein paar Probleme. Oh, das wird echt knapp hier, Leute. Schneller arbeiten. Wir müssen schneller von A nach B rennen, um das eine oder andere hier alles echt, alles so zu kriegen. Ja, da können wir schon den nächsten Teil der Straße bauen. Gold ist fertig, Nahrung ist fertig. Steine sind da bitte auch gleich fertig. Hoffe ich doch zumindest. Na, wird eine knappe Kiste. Ich glaube, wir schaffen jetzt auch nur eine Mission hier in der Zeit. Das gibt's auch gar nicht. So, Steine sind wieder angekommen. 1, 2, 3 Wegstücke brauchen wir, vermute ich mal noch. Ja, das brauche ich jetzt nicht so wahnsinnig. Es ist nicht so mega wichtig, die Schuhe hier zu kriegen. Ist jetzt eher unwichtig, möchte ich meinen. Na gut, er ist jetzt schon ein bisschen schneller mit seinen Schüchen da. Ah, es sind noch 2 Stücke danach. Okay. Okay. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Steinfuhre. Und ich glaube, mit Gold wird es auch... Ich glaube, das wird mal wieder so eine Geschichte hier auf den letzten Zentimetern. So wie man das von uns ja nicht anders kennt hier. Auf der letzten Schleife sozusagen werden wir hier dann fertig. Jungs so, und Mädels. Das ist aber echt hier auf die letzte Sekunde. Werd mal fertig mit deinen Goldmünzen, dann bitteschön. Bin
Wie lange will er denn noch machen? Eh? Oh! Wo haben wir denn die Goldmünzen her? Ach, wir haben 11 Goldmünzen rausgekriegt. Ach ja, das ist perfekt. Oder wo haben wir das Gold hergekriegt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber doch, stimmt, wir haben 11 Goldmünzen gekriegt. Durch das Lagerhaus haben wir ja 2 mehr gekriegt. Oh, na, ein Glück, ja. Das hat ja gut geklappt. 9 Minuten 37. Wir haben knapp 10 Minuten gebraucht, kriegen auch 10.000 Punkte hierfür. Und die Juno-Statue geht weiter. Ja, noch eine Mission möchte ich eigentlich ungern anfangen. Ich glaube, wir machen dann heute einfach eine etwas kürzere Folge. Das tut mir leid für euch. Aber ich will es nicht überziehen. Und das Projekt neigt sich ja sowieso schon im Ende, weil wir haben jetzt schon fast 3/4 geschafft. Das heißt, so viel ist es gar nicht mehr. Und dann würde ich sagen, seid ihr mir hoffentlich nicht böse, wenn wir jetzt das dabei auch belassen hier und dann beim nächsten Mal ganz entspannt fortfahren. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und wir können uns schön amüsieren. Ja, macht es gut, bis dann, ciao. I don't have to.